Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen mit Chat 3 und spielen hier Blood and Wine. Und wir können jetzt sehen, dass Geralt inzwischen sich umgezogen In hat. Und voller zwar, Pracht bewundern. genau, er hat die Großmeister-Rüstung und zwar die Greifenschulenrüstung ist das. Die hatte er vorher auch schon gehabt. Die hat er jetzt verbessert. Aber man muss auch sagen, dass diese Vipernrüstung eine richtig gute ist. Weil so Ja. viel besser ist ja nämlich nicht die Großmeister-Rüstung. Wir können sie mal Die sind, vergleichen. ja, so, aber Pepe mag halt Also die seine Greifenrüstung. Greifenrüstung hat deutlich weniger kritischen Schaden. Also kritischer Trefferbonus und Trefferchance ist deutlich niedriger. Aber dafür hat sie eben 21% Und Zeichenintensität zwar auf alle, nicht nur auf Art. auf alle. Und Das ist richtig. die Vipern hat eben nur auf Art. Und außerdem haben wir jetzt den Bonus. Und zwar das nächste Zeichen, was im Standardmodus 3 Sekunden nach dem ersten gewirkt wird, braucht keine Ausdauer. Das heißt, er kann unmittelbar hinterher und muss nicht auf den Cooldown warten. Und die Irden, ja, sollte ich vielleicht versuchen, die öfter mal zu benutzen. Das mache ich selten. Aber das ist natürlich auch gut, obwohl ich mit dem Rest da Zeichenintensität um 100 und Schaden um 20% verringert. Ja. Keine Ahnung, was das heißen Müssen wir soll. mal ausprobieren. Dann wissen wir, dass es nicht ganz So, so gefährlich ist. Haha. Rüstung ist sehr ähnlich, Zeichenintensität eben auf alles, relativ viel. Und dann die Resistenzen, die verteilen sich völlig anders auf die unterschiedlichen Ausrüstungsgegenstände. Da ist immer ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, die sind völlig anders verteilt hier. Dürfte aber unterm Strich ziemlich ähnlich rauskommen. Wir werden sie mal testen. Ja, aber du musst auf jeden Fall darauf achten, dass du die jetzt wieder schleifst und so weiter und so fort, ne, deine Waffen. Aber Ja. dafür haben wir ja jetzt unser Haus und da haben wir ja auch gleich einen Schleifstein und so weiter. Und eine Rüstungsbank. Genau. Gut, ja, es hat lange gedauert. Also der hat unglaublich lange dran rumgebastelt, weil nämlich Ah, ja, die das war ganzen verdammt Materialien. schwierig und teuer. Ja, Hier muss ich noch zeigen, das stimmt. Wir haben inzwischen nur noch 15.000. geldmäßig. Wir haben nur 15.000 und ich war zwischendurch, als ich alles verkauft hatte, war ich auf über 50.000. Genau. Das meiste Material hatte ich sogar, aber das, was ich zukaufen Ja. musste, das war mächtig teuer. Gehen wir hier am Ufer? Nö, das ist blöd. Da laufen wir hier lieber hoch zur Genau. Straße, dann können wir mit Plötze wieder ein Naja, Stückchen diese Rüstung werden reiten. wir natürlich nicht umfärben, so wie die ist, ist sie schon bunt genug. Ja, die ist wirklich bunt genug. Hallo Plötze. Da steht sie ja. Na du? Ja, also von der Entfernung ist das nicht abhängig. Ich habe jetzt drauf geachtet. Plätze war ja ganz nah dran Ach so, und ja, ich von hätte sie wegen trotzdem Pfeifen. rufen können. Ja. Keine Ahnung, warum ich sie manchmal rufen kann und manchmal nicht. Aber vielleicht sollte ich mir das nächste Fragezeichen markieren, sonst reite Du ich reitest in wieder. die falsche Richtung. Ja, Das das hast du dir wollte ich fast gerade gedacht. sagen. Sonst reite ich wieder in die falsche Ja. Richtung und schon was passiert. Na gut, dann legen wir mal einen Heute ist ein Zahn bisschen zu. neblig. Wie spät ist es denn? Ja, das ist richtig ein bisschen Ist richtig dunstig, düster. Es kommt mir so diesig. vor wie in Schottland, das Das hat sich ja, Wetter manchmal. hä, Na hat gut, sich haben ja wir ja gar hier in nicht Deutschland auch. gelohnt. Was ist das? Ein paar Aha. Kerzen. Für was? Keine Ich würde Ahnung, sie ich kann sie anlassen. nur ausmachen. Na, willst du nicht Kann ausmachen? nicht angucken. Wir müssen in etwa in diese Du musst irgendwie zum Ufer, Richtung. oder? Ja, der Busch ist zu dicht. Oder Gerald ist zu dick, das kann auch sein. Gorgo-Ausläufer. Was, Gorgo-Ausläufer? Ich habe gar nicht geguckt. So.
Was war das? Wohl der Berg oder so. Ach so. Der heißt vielleicht so. Ja, hier ist sowieso kein Gelände zum Reiten. Nee. Guck mal, halt. Hilfe! Auch nicht und zum Laufen. Wir müssen sowieso da rüber. Da sind Treppen, guck mal. Wo ist eine Treppe? Da. Gegenüber. Links. Da, ja. Ja, da muss man aber erst mal wieder hinkommen. Ah, das ist nicht so schlimm. Naja. Was haben wir hier? Nix. Nix. Nee. Oh. Gemeinheit. Dachte, ich hätte die dicke Schatztruhe gefunden. Wieder nix. Ja. Ich sehe, dass ich nicht viel sehe. Fällst du da noch runter, so wie du läufst? Würde es mich überhaupt nicht wundern. Ach. Naja, man kann ja auch hier runter, man muss ja nicht die Treppen nehmen. Ja, die Treppe, die brauchen wir ja nicht zu nehmen, ist ja unten und nicht sag oben. Ja, genau. Oh, der macht, der ist aber Schnecken. Oben. Schnecken. Ja, der macht es open und du bist auch runtergelaufen, obwohl du es eigentlich nicht wolltest. Ja, ja, die ist aber hinterlistig. Ja. Nee, hier vorne. Nee, oh. Der Ort der Macht ist doch gar nicht auf dieser... Hier ist ein er. Ort der Macht. Genau. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ja, genau. Spring mal. Ich glaube, hier tu kann... das. Ja, nee, geht so. Mann, war das einfach. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Wir werden Fertigkeitenpunkte. Die heben wir alle auf. Bis zum Schluss. Ja, vielleicht gucke ich mir das nochmal an, ob wir irgendwie was umschichten können. Aber eigentlich ist er bis jetzt ganz gut damit klargekommen. Mhm. Ich fand die Skillung gar nicht so übel. Nächstes. Da ist das Nächste. Kommt er wieder auf die Straße? Ja. Ey, was ist denn das? Ach. Halt. Das ist ein Greif oder irgendwas? Das fliegt was. Ja. Hast du gesehen? Ja, ja. Irgend so ein Gockel oder sowas. Ja. Das könnte jetzt zum Beispiel mal ein Hybrid sein und kein Draconid. Ja. Aber wer weiß das schon? Ja, willst du bei dem Gelände hier reiten? Nö. Wer will denn reiten? Ach so, ich dachte, los du geht's. Hast gesagt... Ich hab nichts von Reiten gesagt. Nein, nein. Du, hier sind Drachen. Kehr um. Das Ende der Welt hast du erreicht. Verstehe ich nicht. Da kommst du nicht weiter. Oder? Hier. Nö. Was ist denn das? Was war das denn eben? Ja, statt das Ende der Welt. Aber... Vivern, so nur ganz einfache normale Vivern. Sieht aber schön aus. Das ist natürlich eine Trafonie. Ein schöner. Ja. 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 Na. Mann, ist die schön gewesen. Tja. Und die musstest du unbedingt umbringen. Aber was war denn das vorhin eben? Natürlich anders. Du bist für den ja, Ende meinte der Welt, ich, wäre am Trafen. Ende der Welt. Aber ich muss doch da lang. Ja. Sehr merkwürdig. Hm. Unten oder oben? Keine Ahnung. Ich glaube, das war unten, ne? Da war auf jeden Fall ein Boot in der Nähe, aber es hat ja nichts zu sagen. Hier ist ein Boot in der Nähe. Es ist wahrscheinlich hier, wo das Boot ist, aber... halt. Ritter in Not. Angriff. Was, ja, wir müssen Ritter in Not wohl helfen. Das war nicht ganz, fahrender Ritter. Ah, der kämpft gegen diese Dinger. Diese Banditen. Pass auf den Ritter auf, du musst ihn ja nicht umbringen. Wer von euch beiden?
Ich musste ja nur rum, wer nur ist hochspringen. Wärst du nicht gewesen, wäre ich jetzt unter der Erde, Kamerad. Oh. Ach, so schön war es doch nicht. Recht und billig, Hexer, dass du dem Ruf der Herzogin gefolgt bist. Aha. Mhm. Was macht er denn jetzt? Bindet er sich die Schnürsenkel? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er macht. War das gerade Baguette mit Frühstück? Da war irgendwie Fischpaté drauf, glaube ich. Verbrannte Süße. Ist ja alles verbrannt. Das gehen wir wieder zurück. Die sind überrascht worden wahrscheinlich von ihm. Also gerade Picknick macht. Billig, Hexer, dass du dem Ruf der Herzogin gefolgt bist. Genau so. Ja. Was machst du da? Gut. Das wollen wir wissen, aber egal. Tja. Vielleicht ist er verwundet. Der buddelt hier was aus. Ja. Aha. Schema Pharamons Klinge. Was ist denn das? Komm, wir haben mal gucken. Ja. Da müssen wir aber zum Handwerk gehen. Pharamons Klinge, halt falsche Richtung. Da kommen erstmal die Stiefel und dann kommen die Schwerter. Müsste ja unter F sein, hä? Ja, würde ich auch denken. Halt! Da ist sie. Pharamons Klinge. Was macht die denn? Artintensität 26, Kriegsstand, 60. 6, 5, also plus, also höher eben halt. Ja, die hat ganz ordentlichen kritischen Trefferbonus. Mhm. Aber Zeichenintensität minus 21, so Chance auf Verstümmeln. Ja. Na gut. Das ist eher so wie die Wiedbeinrüstung. Also dieses, ja, stimmt. Okay, dann sammeln wir mal ein paar Reste ein. Mal sehen, was die so dabei hatten. Pfefferwodka, Schnaps, lass mich immer was einfallen. Schokoladen, Futter und Honigwaben. Ja, Proteine. Pfeife, Befehle auf schmutzigem Pergament. Die können wir uns mal angucken. Mhm. Ein Ritter. Aber das ist der Typ, den kennen wir ja schon. Einfach rüber, runter und das weg. War dieser, der ist auch ein schlimmer Typ. Ja. Einfach rüber, das runter war ja der, und den, weg. Der hier den Nilfgaarder da überfallen hat lassen. Okay, auf zum nächsten. Gibt es da noch eins hier in der Gegend? Ich glaube, es war es. Ich glaube, eins war da noch, ja. Gut. Da können wir wieder hochgehen, zu, den Weg und dann dahin. So, und hier geht's rechts rum. Haha. Irgendwie schon, ne? Ja, geht schon rechts rum. Verdammt, hier stimmt was ganz und gar nicht. Aha. Das sollte ich vielleicht speichern. Speichern, genau. Danke für den Hinweis. Ja. Auch ein Schluck Wasser ist manchmal auch nicht verkehrt. Ja, genau. Was ist hier? Ey, ich habe es gesehen. Links. Was ist denn das? Links? Zeig mir, was du zu bieten hast. Ein Bargäst. Bargäst sind die Geister, weißt du das? Geisterhafte Hunde. Ja. Da ist noch irgendeiner. Also ich würde sagen, dass du Geisteröl nimmst. Das hilft, Schaden fernzuhalten. Naja. Ne, der ist noch da. Hin. Ja. Das war's schon. Ja, vielleicht auch nicht. Da ist, wir gehen da erst mal ist hin. Ja noch ein Fragezeichen. Wer weiß, was da ist. Darum, da wollen wir. Ja. Sieht sehr pittoresk aus irgendwie. Mhm.
Aha, seine Liga Amphitheater. So. Ha? Das Amulett vibriert. Ja. Versteckter Schatz, na gut. Naja, solange er nur versteckt und nicht bewacht ist. Der wird bewacht, da bin ich ziemlich sicher. Halt. Gehen wir lieber hier rum. Irgendwie gefällt mir das hier nicht. Was denn da? Nee, irgendwie Feuer. Sieht das alles sehr verdächtig aus. Pass auf, dass du dich nicht anzündest. Ja, das kann er ja gut. Ja. Geralt muss immer überall alles anzünden. Oh, das Rot ist. Da. Ja. Da liegt jemand. Ist das ein Brief? Nein, Tagebuch. Und das ist parfümiert. Na gut. Wein. Und ein Wein. Krack. Ist auch wichtig. Und dann müssen wir mal lesen. Ein parfümiertes Tagebuch diesmal. Bergamott, Jasmin und Zedernholz. Aha. Oh, Amphitheater, naja. Oje, mit Kerzen. Hat sie sich also hingesetzt. Oh. Keine gute Idee, hä? Tja. Ah. Oh. Wohl doch kein Altweiber. Ist wahrscheinlich ihm doch ein Geist begegnen, würde ich sagen. Nämlich den von Elsa. Ja, sie wird wohl nie wieder Elsa sein. Aha, was hat sie da für Erfahrungen gemacht? Hat das jetzt Elsa geschrieben oder was? Nee, ich nehme an, die Schauspielerin hat doch für jeden eine Kerze angezündet. Ja, aber irgendwie klingt die verrückt, oder? Tja. Meinst du nicht? Sehr das Mädchen hat offenbar die markierte Szene nachgespielt. Ach, das war's. Ist gestorben. Das oder war's. Oder wurde sie getötet? Möchte wissen, was passiert, wenn ich die Szene nachspiele. Genau, das war es hier. Gute ich dachte, das Idee. Klingt wie verrückt, ja? Aha, na, mach das doch mal, du hübsche Dame, du. Mit Zedernholz, nach Zedernholz riechend und nach Lavendel oder wie auch immer. Kannst du ja mal nachspielen. Kann man das mal tun. Die Kerzen hatten wir und wo schon. Wo muss ja eine Bühne sein? Sehen, ob sich was tut, wenn wir alle Kerzen angezündet haben. Eingang. Falsch. Falsch. Was war falsch? Dass er die angemacht hat. Falsch? Finde mit Hilfe deiner Hexersinne eine Möglichkeit, die Szene nachzuspielen. Gut, und was ist jetzt falsch? Ah? Aha. Aha. Genau. Erste Kerze. Ich muss ihre Spuren zurückverfolgen. Ja, und genau. Und dann die Kerzen in derselben Reihenfolge anzünden. So ist es. Aha. Da hat es vorhin nicht die Hexersinne angehabt, stimmt's? Aber wir haben nicht gelesen. Aber, Ja, aber ich habe auch was gehört.
So. Ja, also hier liegt schon mal was. Gut, aber das ist nur was Besonderes. Nichts Besonderes. Nur ein Schwert und. Oh ja. Ach, Gnomenschmiedewerkzeug. Das gibt's auch, Mann. Hm. So. Also, von hier geht's nach da. Du hältst die Klappe. Musst du dann die Kerze hier anzünden? Du gehörst doch gar nicht zum Stück, oder doch? Vielleicht. Musst du die nicht in der Reihenfolge anzünden? Ja. Ah ja, ach, die erste eine hatte ich schon, glaube ich. Jetzt macht's mich aber wuschig. Mann. Nee, die ist ja wieder ausgegangen. Danke. Gut, so. Hexershelle wieder an. Dann geht das dahin. Genau. Anzünden. Weiter. Irgendeiner quatscht ja, da immer ich im Hintergrund. Was muss hier hin? Ja. Speichern. Ja. Falsch. Wieder falsch. Falsch? Verstehe ich nicht. Aber das ist Ausmachen. Hä? Die brennt noch. Ach, ich habe vielleicht von der falschen Seite angefangen. Ja. Dann machen wir es mal andersrum. Na gut. Die hat noch gebrannt. Anzünden. Ja. Die ist von der anderen Seite erst gekommen. Aha. Aber da sie beide da an der Treppe enden, ist es ja schon wieder ganz hinterlistig. Anzünden. Ja. Ja. Okay, was sagt ihr jetzt nicht? Falsch. Ja, sind wir wieder bei ihr. Ja. Und nun? Das war aber noch nicht alles. Irgendeine ist noch nicht angezündet. Ist da eine nicht an? So, die brennen doch alle. Die brennt. Stimmt. Also jetzt glaube ich das Ganze wieder rückwärts. Nö, die brennen alle. Die brennen alle. Alle brennen. Aber er sagte ja was von wegen nachts. Ach so. Na das gut, stimmt die auch brennen. Immer. Dann gehen wir mal gucken, wer hier vor sich hinquackelt. Kommst du nicht rein? Abgeschlossen, da komme ich gar nicht rein. Den Schlüssel kriegst du wohl erst. Ja, dann musst du meditieren, wenn du sagst, dass es nachts ist. Dass es nachts sein muss. Kannst du mal da hingehen, wo sie ist? Sie hat sich ja hier hingesetzt. Ja. Und es wurde nachts. Mhm. Und dann hat sie den Wein getrunken. Ja. Also werden wir mal speichern und ein bisschen meditieren. Genau. Und dann den Wein trinken. Ja. Aber bei dem Wein war auch ein Ausrufezeichen. Aber vielleicht. Reicht's, wenn man in der Tasche hat. Ja. Ja, sind die Kerzen wieder aus, oder? Nee, sie brennen noch. Oder nur eine? Nee, die sind nur wieder aus, oder? Die brennt? Die nicht. Und die ist aus. Aber nicht nur die. Falsch. Das ist. Ja, es war doch klar, dass sie es. Das war doch falsch. Du musst das eine war die erste, würde ich sagen. Sag mal. Die brennt doch gar nicht. Warum steht da ausmachen? Jetzt steht anzünden. Ah. Okay, wir folgen den Spuren. Naja, muss man wahrscheinlich wirklich alles machen, wenn es nachts ist.
Scheint Kann ich so. Mir vorstellen. Sag mir jetzt nicht wieder falsch. Reicht's langsam. Muss drauf achten, ob der schon an ist oder nicht. Anzünden. Sie immer anzünden bis ja. jetzt hier. So, ja, genau. Und die eine müsste ja noch an sein, oder? Nö. Nee. Gut. Aber die Fertig. Andere. Ja, die andere jetzt ist noch an, das meine ich. Die jetzt war ja. Ein Gläschen. Mh, genau, jetzt nehmen wir mal das Gläschen. Also, Wein trinken. Das ist ja Wein, das ist ein Questgegenstand, der hat ein Ausrufezeichen. Du hast den ja nicht drin. Keiner drin, nein. Macht er ja nicht automatisch. Nö. Questgegenstand. Na gut, Inventar. Questgegenstände. Ja, das ist er. Wein. Ja. Aha, ja. Ich muss ihn hier reinpacken. Ist klar. Na gut. Packt man da rein, wo wir den Schwertwal haben, ja, normalerweise. Den brauchen wir nicht so oft. Den brauchen wir nicht ganz gut, so oft. Der Wein ist drin. Hä? Warum ist denn da jetzt Brot drin? Beende die Szene, indem du den Wein trinkst. Hast du ja gemacht. Ja. Jetzt kommt es, dachte ich mir doch. Phantom des Amphitheaters. Deswegen dachte ich ja, Geisteröl. Na gut. Sah mir alles schon so nach Geistern da aus. Komm schon. Aber nein. Das kannst du auch ohne, oder? So schwer ist es denn? Was war damit? Oh, das ist wieder einer von diesen Touristen, die Kumpels mitbringen. Ja. Oh, siehst du gut gemacht. Ja, die Rüstung gefällt mir gut. Ja. So, jetzt muss ich irgendwas in der Nähe suchen. Ja, ist was. Aufnehmen. Wo? Oh. Mit schlüsselförmigen Anhänger. Der Anhänger ist ein Schlüssel. Vielleicht gibt es hier eine verschlossene. Ja, die haben wir schon entdeckt, würde ich sagen. Ja, das könnte Kannst du noch mal speichern, die falls noch nicht Kammer geschehen? Sein. Nein. Ja, hier. Ob der Schlüssel hier passt? Ich würde sagen... Aua! Geralt! Genau. Aufgeschlossen. Ein kaputter Spiegel? Oje. Sieben Jahre Unglück. War wahrscheinlich wirklich so. Und dann wieder mal ein Tagebuch. Das lesen wir aber in der nächsten Folge, okay? Okay. Transmutator für kleines Mutagen. Blau in Grün. Herzogswächter Hauptmann Rüstung. Ja. Oh ja. Okay, dann lassen wir es erstmal liegen, dann lesen wir es beim nächsten Mal. Liegen? Ja, ist es dann immer noch da? Ja, klar, ist ja in der Truhe. Okay, bin vorsichtig. Wir haben schon ein paar Dinge verloren. Mhm. Okay, bis zum nächsten Mal dann, ja? Bis dann. Ciao. Tschüss.